Herzlich willkommen, ihr lieben Leute von heute. So. Wo soll ich hin? Hier, zu mir. Schauen uns weiter um. Guck her, wo ich blink. Blinke, blinke, mein Stern. Hand, Hand, Hand. Ja, genau. So, hier, der zweite Hof. Oh. Oh. Ja. Gibt's hier Schafe und Ziegen, ne? Dann kannst du hier, warte mal, mal gucken, ob wir da drüber kommen gleich. Muss ich jetzt halt mal drüber springen, weil die können wir noch nicht öffnen, weil wir haben noch nicht gekauft. So, da hast du hier deine Hühner. Da hast du vorne normal deine normale Einfahrt. So, Wohnhaus mit dabei. Hund mit dabei, Unterstellmöglichkeiten. Warte. Ach, wir können nicht rein. Ist das das gleiche Wohnhaus? Nein. Hängt ein Bild von mir? Nein! Wir sind nicht überall. Hier schreibe doch. Ich an, hier schreibe ich an, was anderes. Nee! Makai, bist du nur da? Das geht nicht. Oh doch, das geht. Schick ihm ein anderes Bild von mir und Ela. Ja, es geht. Ich und Ela müssen da rein. Oder Neil. Als Bertha, das könnte ich noch. Das geht. Verkraften. So, und hier hast du, wie gesagt, hast du dann halt den zweiten Hof. Ne? Also wenn du jetzt, wenn man jetzt sagt, okay, man möchte das halt zu zweit spielen, ne? Kann man sich hier auch auslassen. Voll cool, Alter. Aber er ist ein bisschen kleiner, ne? Er ist ein bisschen kleiner, ja. So. Aber hast halt Hühner und Schafe mit dabei und kommst halt auch gut voran. Bin ich. Ist halt auch richtig gut wie gemacht. Cool! Zweiter Hof auf der Hofbergbahn! Ah! Ja, Ela, das ist halt ein bisschen komisch, ne? Wenn dir das nicht gleich einfällt, wer das ist. Oder wenn die Ähnlichkeit dazu kommt. So. Langsam kommen wir nie wieder raus. Die Couch. Okay, ja, dann springen wir einfach so hin. So, wie sieht's denn aus mit dem Dings? Oh, das ist Tag cool. Gehabt, ja. So, kicken wir mal. Ist ihr fertig? Bad Wolf Gaming, hallo. Grüße zurück. Na, wie geht's? Leider nein, leider nice. Gar nicht. Was? Leider nein, leider gar nicht. Was ist nein und gar nicht? Nee, das muss halt noch ein bisschen reifen. Oder es liegt halt jetzt logisch am Patch Day, dass es da halt hier jetzt wieder alles durcheinander gefeuert hat. Aber wenn du willst, kannst du auch mal probieren. Das setzt du dich in den Fenster bei der 10 und fährst mal zum Dings. Boah, Ela. Ela ist doch gerade bei dir, ne? Ja, die ist da. Ela, hörst du mich? Ich hab den Chat offen von Excel. Du kannst auch da schreiben. Natürlich, Schatz. Aber weh, du loggst bei mir nicht, Alter. Dann, hey. Okay, Ela ist doch da bei dir. So, wenn du willst, wie gesagt, wir können in unserem LS auf dem Server können wir übrigens spulen. Ich bin fertig mit allem. Das habe ich, glaube ich, vergessen euch zu schreiben. Bloß, dass du das wollst. So, guck dich mal. Ist auch noch da, schön. Guck dich mal in Fan. Oder nee, lass ein Fan. Kennst du schon hier Zellstofffabrik? Kennst du die schon? Was? Zellstofffabrik? FK zurück. Und dann bist du links beim Teich sitzt du da die Zellstoffe. Da kannst du mal kicken. Das ist nämlich auch nochmal Ablade, Verkaufspunkt, whatever. So. Hallo ja, Ela! Ist online. Ja. Dankeschön für dein Resub. Thank you for the Resub. Zwei Jahre, Alter, dankeschön. Ja, ich bin online, Girl. Dann kannst du hier hast du auch noch mal ein bisschen was abzuverkaufen. Und wenn du jetzt noch mal Escape drückst, unten zwischen der 17 und der 16, gibt es jetzt einen Lohnabfüller. Aha. Da kann der jetzt hier auch noch. Das ist jetzt so ein Lohnunternehmen. So, nee, ist es nicht. Geh mal hier ran. Ist das einer von denen, die wir. Servus, die wir so genervt haben? Nein. Servus. Ja, kannst du Rotwein, Traubensaft, kannst du verpacken lassen. Servus. Und machen und tun. Ich wüsste gerne, wer das Servus eingesprochen hat. Das weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Da muss man sehen, muss man fragen. Wer war das? Einfach nachfragen. Darf ich auch eine einsprechen? Um Gottes Willen. Wo ist Farmer Andy? Makai, regel das. Unglaublich. Ich mag auch so eine alte. Ich mag die Dunkeldame sprechen. Die Dunkeldame. Grüß euch. Vielen Dank für den Einkauf. Güllenlager kennst du ja. Da hat sich ja nichts weiter getan. Grüß Gott. Und bei der Baustelle hier. Komm mal, springen wir auf die Pferdekoppel. Heilige Brücke. Genau, die Heilige Brücke. So.
immer zur Heiligen Brücke gelaufen, zur Baustelle. Guck die dir mal an. Die müsst ihr nämlich erstmal bestücken. Die geht nämlich nicht automatisch, ne? Die heilige Baustelle. Aber ich find's schön. Endlich kann man hier dann ordentlich gerade drüber fahren. Ja, was macht man jetzt da? Na, vorher, also du kannst ja, du musst ja nicht die Baustelle annehmen, ne? Du kannst ja die Senke hier immer. Aber das ist so ein Helferding, oder wie? So, du kannst ja, ne, pass auf, du kannst dann, wenn du die Baustelle annehmen willst, gehst du nämlich hier auf das Baustellenschild, ne, nimmst die Baustelle an, dann ploppt das Ganze hier auf und dann siehst du hier auf dem Container das Bild. Ja. So. Das habe ich auch erst lernen müssen. Brauchst du hier abgelenkte Stämme, 3 Stück und 3 Paletten. Und die holst du, wenn du wissen willst, wo, können wir mal Escape aufmachen. Und dann guckst du mal oberhalb der 22, also einfach gerade nach oben Richtung Norden. Ah, take it out. Genau. So, und dann kannst du nämlich einmal links. Kannst du nämlich hier hinten dann kaufen, das Ganze. Ah. Jetzt kann man das nicht auch selber irgendwie herstellen mit den Baum? So dachte ich erst, aber nee, du musst es hier kaufen. Servus, Christi. Oh, toll. So, gehst du ja, drückst du einmal R und dann kannst du durchseppen, was du dafür brauchst. Ah. Und dann kannst du das zur Baustelle bringen, lädt sich automatisch ab, braucht 3 Ingame-Tage, das Ganze. Ja, das stand auf dem Schild. Genau. Und dann baut sich das von ganz allein. Ganze Thematik. Na hübsch. Und dann sind dann die Schilder irgendwann weg. Und dann sind die Schilder irgendwann weg. Und dann kannst du da drüber fahren. Und dann kannst du dort gerade drüber dümmeln. Ja. Geil. So ist es. Da hast du dann die Senke nicht mehr und alles läuft optimal. So. 2 Tage haben wir jetzt schon weg. 1 Tag ist noch zum Spulen, dann ist ja vorne frei. Und dann lübt der Laden. Ja, ist es dann nicht. So, gut, der ist leer. Ich hole aber mal noch mal ein bisschen was. Ja, genau, so, ja, Anhänger mit Spanngurten. Ich kaufe jetzt einfach mal einen Pony. Das mit dem Fahrrad kennst du, ne, mit dem Beifahrer. Nee. Ach doch, da kann jetzt doch einer irgendwie vorne drauf oder so, gell? Warte. Wo bist du? Läppsch. Komm auf. Jetzt stoff. Nimm mal einen Anhänger mit dran. Kuppel mal einen Anhänger mit an. So. Okay, muss ich dafür. Nee, brauche ich doch gar nicht. Ja, ich wollte mich hinten drauf setzen. Ja, bist du aber nicht. Naja, aber ich wollte ja doch sitzen. Vertraust du mir? Ey, wenn wir das in Real Life machen, ja, dann. Oh, oh Jesus. Dann wären wir jetzt schon mindestens selber umgekippt. Wem bist du jetzt schon schwindelig? So, dann wären wir jetzt schon mindestens selber umgekippt, wenn wir das in Real machen würden. Hilfe. So, das kannst du auch mit dem Anhänger machen. Kannst du auf dem Anhänger Globo draufsetzen. Wahrscheinlich wie beim Dings auch. Naja, durchsteppen. Musst aber halt hier Beifahrersglück mit anderen. Computer. So. Das ich ja offensichtlich habe. Nee, geht nicht. Nee, hinten drauf geht's nicht. Warte mal, ich probier mal. Versuch's mal mit STRG. Hab ich doch schon. Mit STRG, mit STRG und G tust du ja durchsetzen. Ja, warte, heb das Ding, du kannst das Ding ja mit E auch heben, oder? Oder ist das nur als Anhänger? Das ist ein Anhänger. Nee, du kannst da E drücken und dann. Na, warte mal. Gucke. Ach, Lül. Ja, das gefällt mir da, ne? Das ist super. Kusch, kusch. Ich würde gerne zum Pferdestall. Naja, ich bin schon dabei. Ohne Moment. Hallo, jetzt sind schon. Das ist nicht der Pferdestall. Na doch, wir sind auf dem Weg. Achso, zum Stall direkt. Okay. Achso, nee, warte mal, wie ist denn das? Es gibt doch. Ja, genau. Aber so. Sind bei der Koppel auch Boxen? Nein, die sind frei. Zeige mir die Pferdekoppel. Ja, mal, da wollen wir denn. Ja. Auf dem Weg. Jopp, jopp. So, das gefällt ja wieder, ne? So. Noch ziemlich. Noch was zu trinken dazu. Ja, ich hätte gern einen Cocktail. Ich hätte gern in Long Island Iced Tea. Aha, Und einen Cuba Libre. Wow. Ja, da war's schon. Cuba Libre. Oh. Ach, ich hab geneigt. Das stimmt. Dann kann man jetzt. Cuba Libre. Kannst du hier einkaufen auf der Seite hier? Kannst du Tiere kaufen? Ah ja. Kannst du sogar Koppel öffnen? Juridisch.
Wenn sie uns gehören würde? Fohlen. Nee, wir kaufen jetzt keine. Wir haben die Koppel ja noch nicht. Kaufst jetzt kein... Kauft halt ein Pferd. Zwei. Mann, echt jetzt? Und wie wir die Koppel haben. Guck mal, ich hab Fohlen! Oh mein Gott! Ach. I have never seen a Fohlen! Ja, oh my goodness! It is so cute! Ja, hier hinten ist... It is so cute! Bei dir ist es... Ja. Bei mir ist es woanders. Ja, die sind nicht in Sync. Ach, mein... Ich hab einen Fohlen! Ach, nee. Sieht ein bisschen aus wie ein Esel. Mhm. Und du so? Hast halt einen Schimmel geholt, ne? So. Klar, das ist ein bisschen komisch. Kann ich jetzt auf dem Pony mal... Ja. Ja, klar. So. Ich bin noch nie auf der Darkman geritten. Unglaublich. Gut, bring mal den Handkarren wieder weg, ne? Holde Maid. Kann man denen hier jetzt was zu essen reinstun, oder? Ja, na klar, müssen wir die jetzt füttern. Die stehen auf der scheiß Weide, was wollen wir denn die füttern? Ja, bisschen Wasser vielleicht. Ein bisschen Stroh vielleicht. Zum Kauen, zum Schnurpseln. Pferde essen kein Stroh. Ja. Ein bisschen Heu. Zum Schnurpseln. Die sind auf der Weide. Ja, aber trotzdem, Heu geht immer. Heu geht immer. Jetzt renne ich hier mit dem Wagen da durch. Und jetzt haben wir tatsächlich Pferde. Ach man. Ja. Nein. Warum? Warum war mir das klar, dass da Pferde kommen? Okay. Und wenn du sehen wolltest, was das für kleine Maschinen waren hier von dem Antonio, ja, dann komm nochmal auf den Hof, wenn es dich interessiert. Zeig ich dir. Für Maschinen. Dann was ich hier deaktiviert habe. Was hast du deaktiviert? Und was du nicht hast. Ach so. Ja, hier steht was. Kennst du? Die sind jetzt immer noch da? Nee, die müssen doch jetzt irgendwie wechseln. Nee, es gibt doch auch noch, es gibt nur normale kleine. So, die kleinen Süßen! Ja, die Süßen. Alter, ja. Irgendwer hat mir Ela da ein Foto von gezeigt, von den kleinen. Oh ja, das ist ja so putzig, was hier so rumsteht. Guck mal, das ist so süß. Mhm. Damit Wenn du fährst. Mit diesen Teilen ein Feld machst, dann brauchst du 5 Stunden. Mhm. Aber das ist jetzt auch für Weinzeug, gell? Das ist für Wein, na klar. Das ist jetzt kein normaler Tiefenlockerer oder so. Nee, beim Wein, komm mal mit hoch zum Weingut. Zeig das mal. Meine Mühe. Ich bin Hayley, wer bist du? Wo muss ich denn? Hier. Zum Weingut hochspringen, genau, da bist du schon. Und dann siehst du doch hier die Weingänge. Die Weinreben. Und zwischen den Weinreben fährst du dann mit dem Werkzeug hin und her. Okay. Komm mal, wenn ich drüber. Mann, ist alles eingezäunt. Ich habe auch schon mal versucht, da einzubrechen. Das hat nicht funktioniert. Alles eingezäunt. Nee, aber dafür brauchst du das kleine Gelümpsch. Da kannst du dann den besoffenen Pastor damit füllen. Vor allem, du musst das Weingut erst kaufen, gell? Du kannst ja nicht so einfach rein. Nee, das Wein... Das haben wir dann irgendwann mal festgestellt. Das Weingut kostet... Oh, es ist günstiger geworden. Kostet bloß noch 541.800. Ja, gönn dir. Ja, vorher hat es eine Mille gekostet. Ich habe einen Pony. Er hat halt einen Pony, ne? Hofkatzen. Was? Hofkatzen? Die holen wir dann aber im Sack. Da stand was mit Hofkatzen. Ja, die kannst du kaufen. Am Händler. Ja, aber das... Dann musst du die ja dort vorne füttern. Hofkatzen hast du auch noch nicht gesehen, oder? Nee, die sind, wenn ich hier auf in der Farm gibt's am Bild mit Hofkatzen. Ja, Escape und links neben dem Hausbild. Ach hier. Scroll mal hin. Ja, ich hab schon. Aber du musst ja. Pass auf. Ah, warte. Boah. Gute Sache. So. Wo ist er? Im Bild anschauen. Lea, wo ist die Kleine? Wo ist denn die Kleine? Müssen wir mal da hin? Ja, da hast du es doch. Oh mein Gott. You're so cute. You're so cute. It's a kitten. It's a kitten. Nein, nicht unter das Gras, dann sehe ich dich nicht mehr. Jetzt sehst du wieder, Geh wieder weg. Ja. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh, vielleicht ohne Motorsäge genannt. Oh mein Gott!
Oh. In diese Kitten? Oh mein Gott! Ah, das ist keine Kitten. Du bist ein Kitten. Miau. Bist du mal zum Händler radeln? Katzenfutter holen. Ja. Na, dann löse radel mal zum Händler. Stell dir mal Katzenfutter hin. Da steht eine Kiste Whiskas. Kannst du nehmen. Ey, hallo, nee, pass mal auf. Ich weiß, irgendwann bist du die Katzendame. Ich weiß. I'm the crazy cat lady. Das war mir so klar. Jetzt haben wir eine voller Katze. Ja. Du musst das Spiel nicht speichern, du kannst alles wieder zurückgeben. Aber, oh mein Gott. Ich habe ein Paradies voller Katzen. Oh mein Gott, ich muss auf der Hofburg mal wieder mehr spielen. Woher hole ich mir 20 Katzen? Ja, das war mir klar. Ja, meine Zukunft. Ach nee. Ja. Ja, stell dir Haley im hohen Alter vor, ein Arsch voller Katzen. Ach. Miau. Unglaublich. So. Wo ist mein Anhänger? Nimm Anhänger mit. Und dann hohe Katzenfutter. Wenn du wieder beim Händler, beim Hof bist, kannst du ja Bescheid sagen. Ich hab Katzen. 1000 Katzen. Das ist halt das Schöne mit dem Tierscript. Es gibt ganz kleine Tierchen. Oh, es ist so geil. Ja, ist wirklich geil gemacht. Ist einfach meine absolute Lieblingsmap, dank dem. Allgemein, weil du halt ja sehr viel auch händisch machen kannst und alles. Ja. Es ist so eine schöne Map. Ich bin jahrelang immer geil gewesen und es gibt halt immer wieder nochmal was Geiles on the top. Das Ding ist, ich kenne ja jetzt eigentlich auch nicht so viele Maps. Aber von allen, die ich bis jetzt gespielt habe, ist einfach Hofbergmann die eine. Und wenn ich auf einer anderen bin, denke ich mir oft so, ach nee, auf der Hofbergmann war das schöner. Ja, weil du ja halt so eine Artenvielfalt hast, wie ich mal nenne, ne? Von der Aufgaben her. Ja. Du hast halt nicht nur Landwirtschaft, du hast halt noch ein paar Dinge drumherum. Ich habe einen Strebergarten. Ja. Ich habe Katzen. Katzen. Und einen Pony. Und einen Fohlen. Und einen Fohlen. Und eine Kitten. Kleinen Steckdosen hast du aber auch noch nicht gesehen, ne? Was? Die kleinen Ferkel. Nee. Ja, wobei, habe ich schon mal Babyferkel? Das weiß ich gerade ehrlich gesagt gar nicht. Weiß ich auch nicht. Weil die waren ja vorher auch schon im Skript drin. Mhm. Die Katzen sagen, ich hatte immer Schweine. Katzen waren ja vorher auch schon mit da. Ja, aber da habe ich dann schon nicht mehr so wie Hofbergmann gespielt. Hallo. Du bist eh nicht so falsch abgefahren. Ja, darum will ich ja hier umdrehen. Jogi, wie wär's in dem Auto einfach mal kurz einen Meter rückwärts werden, ne? Ach, schön, wie sie einfach Wheelie macht, leider. Ach, ne. Die Seegurke hat sie doch schon gesehen. Seegurke waren wir doch schon was unterwegs. Was für eine Seegurke? Das Boot ist die Seegurke. Also ja. Moin. Das Boot. Da waren wir ja schon. Ah, gibt der Frau 3 Katzen, da ist er glücklich. Und ein Pony. Ja. Katze, Simon! Katzen geht ja, aber ein Pony. Hallo! So, hast du das Katzenfutter schon gekauft, Nika? Ja, doch. Ja, wo steht das denn? Da steht normalerweise, müsste das da stehen. Dazu, Simon, vielen, vielen lieben Dank für deinen Resub im 26. Monat, Alter. Dankeschön. Ja, wo denn? Draußen, wo der Stapler steht. Rechts. Ah, da. Ja. Jo. Da steht Katzenfutter. Dankeschön. Moin, grüß dich, hallo. Wie geht es dir? Danke. Ja, wenn es 3 Katzen bleiben, das vermehrt sich ja ratzfatz. Sind ja 5. Ne? Ich habe ja selber schon 3 Katzen. Ja, gut, dann wird es automatisch sehr, sehr viel, Leute. Das ist ganz klar. Das ist ganz klar. It is what it is. Aber ich habe ein Bild von einer kleinen Mutter gesehen. Oh ja. Ja, sie ist gewachsen.
dich im Hintergrund gesehen, wie du ins Handy reinkrauchst. Ja. Alter, das war lecker. Ah, kleine Grinsebacke. Ja. Wieder was. Schön süß. Ja, siehst du, hat wieder was für die Kleine. Gucken. Ja, nicht mehr lange, ne? Da geht's in die Phase, wo sie da rumtippeln kann. Ja, ja. Das wird dann schön, sie sich überall hochzieht. Ja, das macht sie jetzt schon. Kann aber noch nicht ganz stehen. Ja, nice. Ah. Sobald sie das kann, wird da richtig aufgeschafft, glaube ich. Also wenn sie das kann, habe ich schon die Idee, was ich den Zweien antun werde. Das wird richtig toll. Also so wie bei den Forest Zocken, sehr nice. Gefällt's dir, das Spiel? Was meinst du? Ach so, nee, das ist ja dann auch ein bisschen doof für dich. Was? In dein Schlagzeug. Nein. Darüber können wir gerne reden, wenn ich hier ausziehe. Dann kannst du das natürlich machen. Ah, okay. Wie lange dauert das noch? Das freut mich, Simon. Du? Ein Jahr, eineinhalb, sowas um den Dreh. Guck an. So. Alter, meine Nase ist jetzt voll am Biezeln und am Tun und am Machen. Ich glaube, es fliegt irgendeine Allergie rum. Aber es ist wieder soweit. Ja, es wird so ja oft auch wieder sehr, seit zwei Tagen warm, also muss das ja jetzt direkt kommen, um mir das zu versauen. Ja, na klar, das soll es doch nicht so gut gehen, Mensch. Was ist denn da los? Nee, gar nicht. Miau. Lisa, kannst du dann mit dem Katzenbruder? Ja, meine Mutti, ich kann ja nicht mehr so lange kommen. Ja, hallo. Ja, da kannst du halt auch die Katzenbruder, ne? Aber die Katzen haben halt keinen Nutzen. Bitte? Guckst du dir doch mal an? Ja, na ja, ich meine jetzt, kannst du jetzt nicht unbedingt in die Suppe schmeißen oder so, das meine ich. Nee, ja, das wollen wir auch gar nicht. Wir wollen die kann sie leider nicht mal streicheln. Oder auf dem Grill oder so, das geht jetzt nicht. Macht man auch nicht. Ne? Exler. Ich sag's doch nur. Wolltest du nur mal angemerkt haben? Ela kommt nie wieder in deinen Stream. So. Ela, wirst du, wie ich dich meine? Weiß, kaum war das Thema einmal vom Tisch, fängt Exler wieder mit an, ey. Man macht's natürlich nicht. Saxophon, der Himmelarsch ist schlimmer. Du, der Fio sagt, Saxophon wäre schlimmer als. Hier, Schlagzeug. Ich hab's gelesen, ja. 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 Auch gut. Ja. Ela, nichts, alles gut, gar nichts, Ela. Alles gut, Frau Kniekneifer. Aber, was auch gut ist, ist eine Blockflöte. Hm. Weil dieses quietschige Titanic-Flöte, weißt, kennt jeder. Mhm. Wenn du sowas im Haus hast, Alter. Dann verfluchst du es. Ela, gar nichts, Ela. Ich laufe sonst Gefahr. Er wollte böse Dinge mit Katzen tun. Gar nicht wahr. Erzähl doch nicht so einen Blödsinn. Doch, so gar ist nicht. Es. Ich habe gesagt, was man nicht mit Katzen macht. Jetzt erzähl doch nicht Schande. So ein Scheiß. Wenn ich Ela demnächst wieder gegenüberstehe, ja, dann sagt sie mir nicht alles, sondern klatscht mir gleich mal eine. Ganz kurz. So. Jetzt haben wir ja, so ungefähr nicht. Alles Neues gesehen, ne? So ist es. Gut. Dann weiß ich Bescheid, was hier so gibt. Ja. Meine lieben YouTuberinos, damit ist das Video am Ende. Wir haben wohl alles entdeckt. Hat der jetzt abgekippt oder nicht? Wenn nicht, kriegt Excel eins auf den Sack von euch. In diesem Sinne, bis dann. Adieu.